So, jetzt hätte ich gern mal was. Eine Blume wäre ganz nett. Ah, die kriege ich nicht mehr. Nein! Puh, das war aber knapp. Ja, Zielwasser getrunken. Jetzt habe ich aber das Bonusspiel verpasst. Ich glaube, ich weiß ja, wo es war. Ach, ich bin so doof. Wo war denn hier der Bonuszugang? Kann mir das mal jemand sagen? Ups. Ich glaube, der war auch unweit vom Ziel. Das ist ja toll. Jetzt kann ich den ganzen Mist nochmal durchlatschen. Nein. Genau, dafür brauche ich nämlich auf jeden Fall Ohren. Ohne Ohren geht nichts. Nein. Ah, oh, hab keine. Ich brauch doch Ohren. Ich brauch doch Mario Hasi Ohren. Wie soll ich denn das ohne schaffen? Das ist doch ein Unding. Ah, nee, doch nicht. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber ich. Warte mal. Oder war hier oben irgendwas? Nee, das weiß ich nicht mehr. Das war nur ein doofes Leben. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Wo war denn hier der blöde Zugang zum Bonuslevel? Kommt hier mal jemand? Nee, hier auch nicht. Bin ich jetzt völlig? Oder war das gar nicht hier? Vielleicht war es auch erst im zweiten Level. Nein. Ja, komm, ein bisschen schneller hier. Hopp, 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 hopp. Ja, tschüss. Oder war das wirklich erst im zweiten? Ich glaube, das war erst hier. Was soll das denn sein? Es sind manche Gegner, da wissen wir gar nicht. Dieser hier zum Beispiel, da habe ich mich auch mal schlau gemacht. Das sind Sagenmonster aus irgendwie der japanischen Mythologie. Das heißt, die kann auch hier in bei uns zu Hause auch nicht, bei uns zulande keiner kennen. Aber in Japan sind das sehr bekannte Figuren hier. Zumindest diese komischen Segler da eben. Ah, aber den kennt man hier auch. Böse. Der böse Piranha. Ah, hoch, Mensch, das ist ja alles so blöd hier. Na, na? So, da war jetzt nichts mehr, außer dieses blöde Viech. Ich weiß. War hier nicht mal. Irgendwie habe ich den Eindruck, hier war mal ein Stern. Was das sein soll, weiß ich auch nicht. Vielleicht auch irgendein japanisches Ungeheuer. Unglaublich. So. Da war nix. Wieder runter. Ja, ist klar, ihr zwei Pimox. Was haben wir hier? Ein Pilzken und zwei Nervgeister. Ah. Ein Leben. Und tschüss. Ach, wie hübsch. Noch mal hier. Demonstration der Rollattacke. Ich glaube, ich brauche hier eher das hier. Denn hier ist dieser Geheimgang. Zum Bonusspiel. Bonuslevel. Ich glaube, hier muss ich jetzt irgendwo abtauchen. Das ist doch nicht so schwer zu finden normalerweise, oder? Ich glaube, hier war ich richtig. Ah, ist klar, ihr. So, Fisch. Ah, Doofkopf.
Ach so, jetzt muss ich hier erstmal meine Ohren loswerden, dummerweise. Denn hier brauche ich einen Rollsprung, Drehsprung. Den kann aber Hasi leider nicht machen. Aber hier war ich richtig. Oder? Oder? Ah! Du Klabot. Ja, immerhin. Bonus! Bonusspiel! Gut. Lustige Bonuswelt. Ach ja, hier sind jede Menge Münzen, 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 Münzen und nochmal Münzen. Zwischendurch müssen wir immer auf Gumba hüpfen. Auf Lahmarsch Gumba. Ah, ist das langsam, dieses dumme Vieh. Ja, und der muss jetzt hochfliegen. Natürlich. Hier war schon mal ein Ausgang, aber hier gab es noch irgendwas. Weiß auch nicht mehr was. Ein Stern, glaube ich. Ich glaube, hier war mal ein Stern. Sag ich doch. Und noch ein paar Leben kriechen. Jawohl. The White Mario. Das hätten wir. Und jetzt haben wir. Jetzt hat sich lediglich verändert, dass dieser Kürbis oben die Augen aufgemacht hat. Besser wird es dann beim zweiten Bonuslevel. Dann kommen dann so Geister, die tanzen. So, jetzt mache ich das mal hier im Schnelldurchlauf. Kennen wir ja alles schon hier. Das Gedöns. Flatter, 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 flatter. Mario. Mal sehen, ob ich noch mal 999 Münzen zusammenbekomme bis zum letzten Level. Gucken. Oh, brauche ich jetzt Angst nicht. Hier war ein Stern, genau. Auch. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt steht das Christkind vor der Tür. Und du auch noch. Hehe. Jetzt kann ich aber nicht mehr hoch. Egal. Brauche ich nicht. Bonusspiel. Hab genug Leben. So. Hier kommt jetzt das nächste Bonuslevel in dieser Welt. Oh, wir sind in der Burg. Im Geisterhaus. Ja, das sieht auch so ähnlich aus wie bei Super Mario World. Die Ghost House Levels wurde ein bisschen nachempfunden. Die Musik wurde übrigens auch nochmal übernommen hier. Und zwar, die gab es bei Super Mario Land 1. Wenn man einen Bonusraum hatte, dann hat es auch immer dieses. Die hat man nochmal recycelt. So. Münze, 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 Münze. Wo ist Achi? Guckt nur Münze. Wo war das hier? Wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war hier ein Freier. Hier, der. Ein freier Block. Aber ich hab's vermasselt. Ist egal, sind eh nur Münzen drin. Na komm. Na komm. Jetzt traust du dich nicht mehr. Ich glaube, es hackt. So. Moin. Ach,
Hier müsste ich jetzt eigentlich geradeaus fliegen fürs Bonusspiel. Ach, egal. Es ist ja eigentlich wurscht, was ich zuerst mache. Ob ich das löse, erstmal so mache oder. Erstmal regulär löse oder zuerst das Bonuslevel finde. Wurscht. Jetzt bräuchte ich hier auf jeden Fall eine Hasi-Karotte. Das wäre jetzt sehr praktisch. Komm, 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 komm! Ja, geil! Sonst müsste ich jetzt in irgendein anderen Level gehen und die Dinger suchen. Denn ich brauche auf jeden Fall die Ohren. Ja, Ohren sind wichtig. Hasi-Ohren. So, jetzt nochmal hier in Turbo-Durchgang. Ah, aber nicht die Karotte verlieren. Hier oben ist ja auch noch eine gewesen, genau. Aber die müssen wir bis zum Schluss durchbringen. Das ist doch kein Problem für mich, nein. Achtung, hier kommt jetzt gleich so ein Depp. Hier. So. Hat sich ab. Die lasse ich mal nicht. Sonst müsste ich dann wieder zurücklaufen. Bringt ja auch nichts. Jetzt haben wir es. Geradeaus fliegen. Und da ist dann die. Ach, geh mir nicht auf die Nerven. So. Und oben links ist der Ausgang. Zweite Bonuswelt. Oh, lustige Pilzwelt. Oh, Vorsicht. Aha. Nicht gerade einfach. Ach, Gottes Willen. Geht aber los hier. Komm her. Was ist hier? Eine Plattform. Die geht nach unten. Die auch. Abgründe, wo das Auge hinblickt. Nein, Angst, Hilfe. Ist das bald mal vorbei? Boah. Ja, genau, schießt dir den Boden unter den Füßen weg. Jetzt kann ich nicht mehr schießen, jetzt muss ich also oben lang. Ist auch leichter. Wegen einem Leben. Puh, ab genug. Ho, ho, ho. Geschafft. Goodie, 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 goodie. Und jetzt sehen wir die lustigen Geister, die ihren Geistertanz vollführen. Das schauen wir uns mal an. Sehr hübsch. Genug